Hallo meine lieben Wasserzeichen, herzlich willkommen allen Fischen, Krebsen und Skorpionen zu eurem Reading aus dem Tarot für die zweite Augusthälfte. Ja, wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst und bislang mit den Wasserzeichen-Readings in Resonanz gegangen bist, dann darf ich dir gleich vorneweg sagen, dass sich die Energien hier fortsetzen. Ja, also wenn du dich bislang in dieser Resonanzgruppe befunden hast, dann hält auch dieses Reading wichtige Botschaften für dich bereit. Es sind ganz ähnliche Energien vorhanden wie in der ersten Augusthälfte. Und dann schau es auf jeden Fall an, wenn du jetzt ganz neu auf meinem Kanal bist. Herzlich willkommen erstmal. Dann fühl einfach hinein. In den ersten Minuten merkst du, ob du mit den Botschaften mitschwingst, ja, ob hier irgendetwas in dir angesprochen wird. Wenn du allerdings merkst, da passt jetzt dieses Mal nichts auf mich, dann kannst du dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen anschauen, wenn dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht. Wie immer bei den allgemeinen Readings, was du fühlst, ja, wenn du die Karten betrachtest, wenn du meine Worte hörst, ja, was in dir dann angesprochen wird, das ist die Botschaft, die zu dir finden möchte. Ja, meine Lieben, ich habe hier die Karten bereits ausgelegt, ja, ich habe eine Meditation über der Legung gemacht. Die Karten springen während des Mischvorgangs. Ich konzentriere mich dabei jeweils auf eine Position. Die werde ich euch natürlich erläutern. Manchmal ist es so, dass nur eine Karte springt während des Mischens. Dreimal war es jetzt hier der Fall, dass zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck gesprungen sind und die habe ich dann auch aufgelegt. In der Mitte sehen wir die Gesamtenergie. Ich frage dann, welche Gesamtenergie steht uns jetzt zur Verfügung in dieser zweiten Augusthälfte, ja, allen Fischen, Krebsen und Skorpionen, und da fiel der Ritter der Kelche. Eine sehr schöne Karte und ich sage euch auch ganz vorneweg sozusagen, dass ich für das gesamte Reading zwei verschiedene Geschichten sozusagen wahrgenommen habe. Ja? Und du musst dann herausfinden, ich werde also immer beide Geschichten quasi ansprechen und du musst herausfinden, welche Geschichte eher zu dir passt, ja? Durch welche du dich mehr angesprochen fühlst. Und dieser Ritter der Kelche hier in der Mitte, da kam mir, das war tatsächlich der erste Impuls, dass du eventuell eine sehr liebevolle Botschaft erhältst von einem Menschen, der dir wichtig ist. Es könnte sich tatsächlich um etwas Überraschendes handeln, dass dir jemand überraschend vielleicht seine Gefühle gesteht, ja, dass jemand sehr liebevoll auf dich zukommt, du hast es gar nicht mehr oder gar nicht erwartet, also das könnte hier durchaus der Fall sein, denn der Ritter der Kelche bringt im ersten Moment auf jeden Fall einen gefüllten Kelch, ja, also da, der unterscheidet sich auch zum Pagen der Kelche, wer die Karte noch erinnert aus dem letzten Reading, der Page der Kelche, da schaut ja der Fisch aus dem Kelch und im letzten Reading ging es ja darum, falls jemand hier liebevoll auf dich zukommt, dass du dann auch genau prüfen sollst, was ist denn drin in dem Kelch, ja, und hier könnte es nun tatsächlich sein, dass da jemand mit, ich möchte mal sagen, einem handfesten Angebot oder tatsächlich sehr ehrlichen Worten auf dich zukommt und dir einen positiv gefüllten Kelch reichen möchte. Das ist das eine Szenario, das ich wahrnehmen konnte. Wenn das für dich jetzt relativ unwahrscheinlich ist oder du dann Ende des Monats feststellst, dass niemand aufgekreuzt ist oder sich dein Gegenüber, dein Wunschpartner vielleicht nicht in der Art und Weise genähert hat, geht es bei dieser Karte auch um die Selbstliebe. Denn es geht bei den Wasserzeichen dieses ganze Jahr 2018 schon darum, tatsächlich vollkommen in die eigene Kraft, in die eigene Wertschätzung zu gelangen. Und ich habe hier eben auch wahrgenommen, dass es bei vielen momentan überhaupt nicht mehr um das Gegenüber geht, dazu komme ich gleich noch, sondern dass es tatsächlich darum geht, vollkommen bei sich selbst anzukommen und zu, ich möchte fast sagen, erfahren, dass wir uns im Grunde diese Liebe, diese Anerkennung, diese Bestätigung, die wir uns oft schon zeitlebens, ja, von außen ersehnen, erstmal selbst geben müssen, ja, oder sollten, um dann überhaupt ein liebevoller und liebensfähiger Partner in einer festen Beziehung zu werden. Also, du kannst dir jetzt ja mal das ganze Reading noch anhören und dann für dich wirklich hineinspüren,
Was kommt dir jetzt für deine Lebenssituation hier stimmiger vor? Sehr schön finde ich diese beiden Karten. Ja, ich frage ja an der Position immer, aus welcher Energie kommst du jetzt vielleicht? Die letzten Tage der ersten Augusthälfte. Und da fällt der Tod zusammen mit den 8 Kelchen. Keine Angst vorm Tod im Tarot. Ich sage es immer wieder, das ist eine tolle Karte. Ich mag diese Karte, weil sie einfach dafür steht, dass hier jemand erkannt hat, dass eine alte Art und Weise zu leben oder sich zu verhalten oder vielleicht auch zu denken, ja, ausgedient hat. Viele von euch, und wenn ihr mal die Kommentare unter dem letzten Wasserzeichen-Reading für die erste Augusthälfte lest, dann werdet ihr mir recht geben. Viele von euch haben tatsächlich es geschafft, in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Wochen, Situationen zu verlassen, die ihnen nicht gut getan haben. Und der Tod steht immer für einen Transformationsprozess. Und gerade dieser gewaltige Blutmond, ja, Ende Juli, hat aufgezeigt, ganz deutlich bei vielen aufgezeigt, welche Situationen es tatsächlich zu verlassen gilt, weil sie immer wieder alte Wunden aufreißen. Und obwohl es dir vielleicht mulmig zumute war, ja, du hast dich im Zuge dieses Mondes, da ist ja auch der Mond, hast du dich aufgemacht. Du hast dich aufgemacht, obwohl hier, schau mal, der Mann auf der Karte, ja, das passt so ein bisschen zu diesem mystischen Tod. Der Mann auf der Karte, der macht sich auf in die dunkle Nacht und der lässt hier tatsächlich 8 Kelche zurück. Denn er spürt, dass in dieser Lebenssituation oder eben mit diesem Glaubensmuster, mit diesen Gedanken, mit dieser Lebensweise, ja, keine seelische Entwicklung für ihn möglich ist. Er macht sich auf zu neuen Ufern. Und genau dafür steht der Tod. Etwas Altes darf gehen, darf sich endgültig verabschieden. Und es bedeutet nicht immer, meine Lieben, ja, wenn du dich jetzt in einem Seelenpartnerprozess mit deiner Dual- oder Zwillingsseele befindest, ja, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass du jetzt hier ein endgültiges Ende zu diesem Menschen eingeläutet hast. Denn wenn es sich tatsächlich um dein Dual oder deinen Zwilling handelt, dann ist es energetisch gar nicht möglich, ja, dass du wirklich ein endgültiges Ende herbeiführst und dieser Mensch dann so quasi aus deinem Energiefeld verschwindet. Bei karmischen Seelenpartnern ist das durchaus der Fall und viele Karma-Beziehungen sind jetzt zu Ende gegangen oder sind gerade dabei, zu Ende zu gehen. Ja? Und ich erhalte dann immer wieder in den Nachrichten, wenn doch, es treffen doch viele Nachrichten ein, obwohl ich euch ja bitte, mir aktuell nicht so viele Nachrichten zu schreiben, ja, damit ich endlich mal hier mit meiner Warteliste weiterkomme und wieder Buchungen annehmen kann. Ich erhalte immer wieder die Frage, woher weiß ich denn jetzt, ob es mein Dual, mein Zwilling oder mein Karma-Partner ist, ja? Oder ich erhalte Nachrichten, da schreibt mir jemand, ja, in 3 verschiedenen Readings oder Legungen von anderen Kartenlegern ist rausgekommen, es handelt sich um mein Dual. Meine Lieben, ich sage euch nur meine eigene Meinung. Es ist wahnsinnig schwer, das wirklich festzustellen, bevor nicht etliche Jahre ins Land gegangen sind. Die Anziehungskraft, dieses Erkennen vom ersten Moment an, dieses Miteinander gleichschwingen, dieses energetische Spüren des anderen, kann beim karmischen Seelenpartner haargenau so intensiv sein wie bei der Dual- oder Zwillingsseele. Und wenn du vielleicht 3 oder 4 Jahre in einem Prozess steckst mit einem Karma-Partner, kann sich dieses Karma dennoch erlösen, wenn du deine Lernaufgabe erledigt hast. Und dann verschwindet dieser Mensch aus deinem Leben und auch aus deinem Energiefeld. Das heißt, weitere 3, 4 Jahre später, ja, also ich sage jetzt mal 7, 8 Jahre, nachdem du ihn oder sie zum ersten Mal gesehen hast, ist dieser Mensch zwar noch liebevoll in deiner Erinnerung, aber es triggert dich nichts mehr, ja. Du fühlst dich nicht mehr energetisch verbunden und du hast nicht das Gefühl, dir fehlt dieser Mensch noch, ja. Wenn es dagegen sich um dein Dual oder deinen Zwilling handelt, ja, dann ist es so, dass auch 10, 15, 20 Jahre ohne jeglichen Kontakt
Das ist wichtig. Ohne jeglichen Kontakt. Dieser Mensch immer noch beinahe täglich in deinem Energiefeld ist. Und deswegen ist es so schwer und ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster und sage meinen Klienten in einem persönlichen Reading, könnte ich bestimmen, ob es sich ums Dual oder die Zwillingsseele handelt. Da müssen schon sehr, sehr präzise Karten fallen und auch in mehreren Legungen. Dann wage ich so eine Prognose, ja. Weil wenn, ich sag mal, 2, 3 verschiedene Legungen diese speziellen Karten hervorbringen, dann traue ich mich das auch zu sagen, dass es sich höchstwahrscheinlich um Dual oder Zwilling handelt. Aber eine hundertprozentige Voraussage oder Zusage kann man eigentlich nicht treffen. Mein Standpunkt, ja, ihr könnt anderer Meinung sein, Kollegen sind vielleicht auch anderer Meinung, aber es ist nur meine eigene Sichtweise. Also das heißt, es kann auch innerhalb einer Dual- oder Zwillingsseelenverbindung ein karmischer Zyklus zu Ende gehen. Das heißt, ein bestimmter Kreislauf wird beendet, was aber nicht bedeutet, dass sich nicht ein neuer starten kann. Ja, nur zu dem Verständnis hier. Ich frage dann, was wird sich denn jetzt weiterhin energetisch hier entwickeln? Vielleicht dann in der nächsten, in der kommenden Woche, ja? Und da fällt das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals lässt hier ein bisschen Fragen offen. Es fiel keine Karte zusätzlich, ja. Ihr wisst, es passieren mit dieser Karte meistens Dinge, auf die wir Menschen keinen Einfluss haben. Es könnte sich also etwas Schicksalhaftes ereignen. Die Legung gibt hier aber keinen Aufschluss, was es tatsächlich sein könnte. Allerdings kann ich aus den anderen gefallenen Karten daraus schließen, dass deine Klarheit, deswegen haben wir hier unten die Königin der Schwerter liegen, deine Entschlossenheit, hier eine bestimmte Situation zu verlassen, von der geistigen Welt sehr, sehr wertgeschätzt wird. Und ich habe an verschiedener Stelle in vergangenen Readings schon mal gesagt, wenn Menschen sich lange Zeit gegen die Stimme ihrer Seele wehren, ja, oder wenn Menschen sehr, sehr im Ego behaftet sind, ja, obwohl die Seele laut schreit nach etwas anderem, nach dem sie sich sehnt, greift die geistige Welt oftmals ein, um Situationen zu verändern. Und so etwas könnte hier theoretisch passieren. Nehmen wir also an, es gibt bei dir einen Menschen, mit dem du schon längere Zeit, ja, in einer Situation gesteckt bist, die dir nicht gut getan hat. Ja, du hast aber immer noch gehofft und gedacht, ja, das entwickelt sich. Und dann hast du vielleicht im Zuge dieses Blutmondes oder auch des vergangenen Neumondes im Zeichen des Löwen, ja, wer meine Legungen dazu gesehen hat, das war ja auch energetisch geradezu prädestiniert für dieses Loslassen, hast du die Entscheidung getroffen, ich mache mich jetzt auf, ich schaue jetzt nur noch auf mich, der andere kann machen, was er möchte, ja. Bisschen überspitzt ausgedrückt, ich lege meinen Fokus nur auf mich. Dann könnte es theoretisch jetzt sein, dass sich irgendetwas Schicksalhaftes ereignet, was dann die ganze Situation verändert. Ja? Ich muss jetzt mal hier ein bisschen querspringen. Du siehst an dieser Position, da frage ich, was kommt eventuell im Außen auf dich zu? Da fallen die 4 Stäbe. In dem Reading für die erste Augusthälfte lagen die 4 Stäbe in deiner Hoffnung. Und ich kann mich erinnern, dass ich da gesagt habe, du hoffst, dass sich alles zu deinem Besten entwickelt, dass dir eine glückliche und unbeschwerte Zukunft bevorsteht. Ganz gleich jetzt für dich selbst oder mit deinem Wunschpartner eventuell oder mit einem neuen Partner. Und hier fällt diese Karte jetzt auf die Position, was von außen auf dich zukommt. Daraus schließe ich, dass es eventuell sein könnte, dass dein Rückzug oder deine Transformation hier tatsächlich bewirkt, dass irgendetwas geschieht, ja, was dir einen großen Segen ins Leben bringt. Denn dazu fallen auch diese beiden Karten sehr passend. Ich frage an dieser Stelle, wie entwickelt sich die Energie gegen Ende des Monats mit dem Ausblick schon in September? Ja, diese beiden Positionen bringe ich am Schluss immer nochmal in Zusammenhang, weil hier oben frage ich auch nochmal nach den Energien schon für September dann, ja, für den Anfang des Monats. Die Königin der Schwerter fällt hier mit den 9 Kelchen und sie schaut direkt auf diese Karte. Die Königin der Schwerter ist eine Frau,
die ganz genau weiß, was sie will und vor allem auch, was sie nicht mehr will. Und ihr größtes Ziel ist ihr eigenes Wohlbefinden. Diese Hochzeit, ja, ich sage zu dieser Karte, hier ist eigentlich Hochzeitskarte, aber es ist auch eine Hochzeitskarte. Das heißt, dieses erfüllte und glückliche Leben, ja, dass du mit dir alleine führen kannst, ja, ist dir wichtig geworden. Ob sich jetzt eventuell dein Gegenüber hier einfinden möchte, ob er oder sie, das ist hier mit dem Ritter der Kelche, steht noch auf einem anderen Blatt. Und wir sehen auch gleich noch, dass du dir gar nicht mehr sicher bist, ob du das Ganze noch möchtest. Aber die Karten zeigen eindeutig, du hast dich für dein eigenes Wohl entschieden. Du hast daran gearbeitet, im Zuge dieses Transformationsprozesses all deine Kelche zu füllen, ja, mit Selbstliebe, mit Wertschätzung, mit Selbstfürsorge. Und wenn jetzt der Ritter kommt, ja, und du würdest seinen Kelch annehmen, wären wir hier bei der Vollendung bei den 10 Kelchen. Ja, ihr wisst, diese Happy Family Card im Tarot, die 10 Kelche, ja, glückliche Zukunft. Ja? Und es könnte tatsächlich jetzt sein, mit diesen beiden Karten hier, dass jemand, ja, von dem du erstmal weggegangen bist, durch eine schicksalhafte Wende der gesamten Situation in dein Leben kommt, um dir tatsächlich diesen Kelch zu reichen. Aber wir sehen gleich noch, dass du noch nicht weißt, ob du ihn annehmen möchtest. Das ist auch eine Folge dieses Transformationsprozesses, ja, weil du weißt jetzt nämlich ganz genau, was du zu geben hast, was du wert bist. Du hast deine Schwingung angehoben, du hast an dir gearbeitet, um eine andere Schwingungsfrequenz anzunehmen, nämlich nicht mehr die Schwingung aus Mangel, Bedürftigkeit, Sehnsucht und Warten, ja, sondern du bist in deine Erfüllung, Selbsterfüllung gelangt, ja, du bist jetzt auf einem ganz anderen Energieniveau, das heißt, derjenige, der hier kommt, der muss ja mit dir gleich schwingen, um dann letztendlich tatsächlich auch der ideale Partner für dich zu sein. Also, die 4 Stäbe an der Position, was kommt im Außen auf dich zu? Eine tolle Karte. Es scheint entweder tatsächlich dieser Kelchritter zu sein, wenn du für eine Frau schaust, kann es natürlich eine Frau sein, ja, die dir hier den Kelch reicht oder der dir den Kelch reicht und Hoffnung macht auf eine glückliche Zukunft, ja, oder aber es geht tatsächlich weiterhin um diese Selbstliebe und du erfährst viel Bestätigung im Außen. Du machst vielleicht gute Erfahrungen mit neuen Menschen. Du erlebst vielleicht schöne Dinge, die dich in deinem Selbstwert bestärken. Ja, vielleicht bekommst du mal einfach schöne Komplimente oder du merkst, man merkt ja auch selber an der Reaktion anderer Menschen und im Übrigen auch von Tieren, in welcher Schwingungsfrequenz man sich befindet. Ja, das Leben ist ein einziger Spiegel. Du, wenn heute durch den Tag gehst und tatsächlich mal in verschiedenen Situationen dich fragst, was zeigt mir das gerade? Ja, was zeigt mir das Verhalten dieses Menschen? Was zeigt mir dieses Ereignis? Dann wirst du feststellen, dass deine Umwelt, wie gesagt, die Situationen, die dir begegnen, die Menschen, mit denen du umgehst, die Tiere, die dir begegnen, immer eine Reaktion auf deine eigene Schwingung darstellen. Ja? Und hier scheint im Außen einiges zu passieren, ja, was dich bestärkt darin, hier richtig zu liegen mit deiner Transformation, ja, in die du dich begeben hast. Ja, in der Position frage ich ja dann nach deinen Hoffnungen oder Ängsten. Und da fällt jetzt eine interessante Karte mit den 2 Münzen. In Verbindung mit diesen Karten, ja, denn wir sehen hier die 3 Münzen und die 2 Schwerter, nehme ich Folgendes wahr. Ich möchte gleich diese Karten mitnehmen, weil es dann einleuchtender wird. Es könnte sich, wenn es tatsächlich jetzt um einen Menschen bei dir geht, ja, der dir hier gleich in den Sinn kam, dann könnte es sein, dass dieser Mensch lange Zeit unentschlossen war. Ja, dass du vielleicht hier aus einer Situation dich befreit hast, in der du immer wieder gehofft hast, gewartet hast, ja, du wurdest vielleicht immer wieder
hergeholt, dann wieder zurückgewiesen. Ja, der Mensch kam immer wieder in dein Leben, dann hat er sich wieder zurückgezogen. Und das könnten jetzt noch so restliche Ängste sein, dass das wieder passiert. Ja, denn hier liegt mit den zwei Schwertern eine Karte, die steht eigentlich für eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Aber man hat eigentlich keinen wirklichen Zugang zu seiner Herzenergie. Die Frau hält hier ihre Arme vor dem Herzchakra verkreuzt. Sie hat auch eine Augenbinde auf. Ja? Und interessanterweise fallen dazu die drei Münzen. Wir haben hier die zwei Münzen und hier die drei Münzen. Und das ist die Fortsetzungskarte quasi in der Münzenergie. Und diese Karte steht für eine Aufgabe, die uns das Leben stellt. Aber das Schöne an dieser Karte ist, dass sie uns auch prophezeit, dass wir alle Voraussetzungen haben, um diese Aufgabe tatsächlich zu erfüllen, zu bestehen. Und in Verbindung mit dieser Energie hier unten, ja, weil ich frage hier beiden Positionen, wie sich die Energie Ende des Monats und dann in Richtung September entwickelt, kann ich also deutlich wahrnehmen, dass du eventuell vor eine Entscheidung gestellt wirst. Jetzt bist du, ja, die entscheiden muss oder der entscheiden muss, weil hier eben wieder jemand in dein Leben tritt, der aber bislang unfähig war, eine Entscheidung zu treffen. Also das heißt, die Rollen hätten sich sozusagen getauscht. Und deine Aufgabe bei der Geschichte ist es dann, wenn wir hier die neuen Kelche mit dazu nehmen in die Deutung, zu deinem eigenen höchsten Wohl zu entscheiden. Und wundervoller könnte es nicht sein, ich frage dir an der Position die geistige Welt nach einem Rat, ja, für diese zweite Augusthälfte. Und hier fällt eine ganz tolle große Arcana-Karte und die geistige Welt sagt mit dem Gericht nochmal genau das Gleiche, wie diese Karten hier aussagen. Entscheide dich für dich selbst. Das Gericht ist die Auferstehungskarte, ja, und wie toll ist das denn? Du kommst quasi mit dem Tod, ja, in diese zweite Monatshälfte und verlässt diesen Monat, ja, diese Zeitperiode mit diesem Neubeginn, mit dieser Entscheidung für dich selbst. Ganz gleich, ob du hier den Kelch annehmen magst oder ob du sagst, nein, ich habe jetzt erstmal keine Lust mehr auf hin und her, auf on und off. Ich fokussiere mich ausschließlich auf mich selbst. Ich reiche mir den Kelch selbst. Denn das Gericht steht für das Ende einer leidvollen Phase. Und hier erinnert dich die geistige Welt quasi daran. Denk nochmal dran, ja, welchen, ich möchte mal sagen, Durststrecke, ja, kommt mir mit diesen Karten, Durststrecke du hinter dir hast, vielleicht in diesem Prozess. Und dass du dich ganz bewusst dazu entschlossen hast, ja, etwas nicht länger mitzumachen, nicht länger zu wollen. Also, sollte ein Angebot kommen von deinem Gegenüber, ja, was dir verlockend erscheint, bedenke trotz allem, aus welcher Situation du kommst und triff eine Entscheidung für dich. Und die drei Münzen sagen dir, du wirst die richtige Entscheidung treffen, wenn du in dieser Energie bleibst, wirklich für dein eigenes Wohl einzutreten. Und schaut mal, wie wundervoll jetzt noch die Karte an der Unterseite des Decks dazu passt. Hier fallen nämlich liegen die sechs Stäbe als nochmal Gesamtenergie. Das ist die Siegeskarte des Tarots, ja. Und damit sagt mir die ganze Legung, du wirst alles richtig machen. Du hast mit diesem Transformationsprozess bereits alles richtig gemacht. Du hast quasi den Stein ins Rollen gebracht, dass hier vielleicht auch die geistige Welt eingreift, wenn dieser Mensch, um den es bei dir geht, ja, tatsächlich bestimmt ist, in deinem Leben zu sein. Du bist hier göttlich beschützt, ja, das nehme ich zu der Karte auch wahr. Die geistige Welt sagt, wir passen auf dich auf, du hast alles richtig gemacht bisher. Du hast dich endlich befreit, ja, vielleicht auch von so einer toxischen Abhängigkeitssituation, vielleicht auch von so speziellen Verhaltensmustern, die du bezüglich einer Situation immer wieder an den Tag gelegt hast.
hast. Da ist einfach was gestorben, was dir nicht mehr dienlich war. Und damit konntest du eine leidvolle Phase in deinem Leben beenden. Und wenn es jetzt darum geht, wieder vielleicht mit dieser Situation konfrontiert zu werden, dann ist ganz klar der Rat hier deiner geistigen Helfer, du sollst immer darauf achten, zu deinem höchsten Wohl zu entscheiden. Dann ist dir der Sieg gewiss, ja? Ganz gleich, ob du Single bleibst, ob du in eine Beziehung kommst, ja? Ganz gleich, die Siegeskarte, das ist dieser Herold, der bringt den Sieg nach Hause. Also ein wundervolles Reading. Ich freue mich sehr für die Wasserzeichen. Ja, die wurden stark gebeutelt dieses Jahr, aber jetzt scheinen sie wirklich einen Lauf zu haben. Ja, also ich finde die Energie wundervoll, die jetzt euch zur Verfügung steht. Nutzt es, ja, kommt in eure Kraft, bleibt bei euch. Ja, immer wieder Fokus auf euch selbst. Das war ja der Tenor von dem Reading aus der ersten Augusthälfte. Bleib bei dir, bleib bei dir. Und hier die Königin der Schwerter mit den neuen Kelchen sagt das auch nochmal ganz deutlich. Bleibe bei dir, das ist deine Aufgabe. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich für eure Likes. Ich bedanke mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und schreibt sehr gerne in die Kommentare. Ja, da freue ich mich sehr, ob das Reading gepasst hat für euch. Ja, ich finde es immer so wundervoll, weil dann eben auch die anderen davon profitieren. Ihr könnt sehen, ihr seid nicht allein in diesen aufreibenden Energien, die wir momentan hier haben. Und das unterstützt einfach ganz toll. Persönliche Readings kann ich leider noch nicht annehmen. Wie gesagt, ich schaue jetzt, dass ich im August meine Warteliste abarbeite. Und ab September, denke ich dann, habe ich dann wieder freie Plätze auf der Warteliste. Ich gebe das dann aber in meinen YouTube-Videos und natürlich auch auf meiner Facebook-Seite bekannt. Darüber hinaus möchte ich mich natürlich noch für jeden einzelnen Euro an Spende bedanken, der bei mir eingeht über PayPal. Den Link setze ich euch in die Infobox. Und wenn du kein PayPal hast, bekommst du natürlich meine IBAN, wenn du mir schreibst. Ich weiß es einfach unglaublich zu schätzen. Ich habe euch auch versprochen, ich mache mehr Videos auch zu anderen Themen. Ich plane gerade ein Video zum Thema Resonanzgesetz, ja, weil da doch immer wieder mich auch viele Fragen erreichen. Ich möchte euch das nochmal aus meiner Sicht gerne erläutern, wie ich zu diesem Thema Resonanzgesetz stehe. Ich bin ja ein großer Verfechter davon und das wird auf jeden Fall Thema des nächsten Videos für euch sein. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und sage Tschüss, bis bald, eure Uli.